zum zeitgenössischen Zen, aber auch dem anwesenden Geist im Mann und der Frau. Hallo. Ja, wir waren da ja im Dialog mit Anagama, wenigstens im Versuch eines Dialoges mit einer Vertreterin des zeitgenössischen Zen, auch die in Luzern hier wohnt und arbeitet. Und sie hat mir dann zurückgemailt, dass sie keine Zeit für eine Zusammenarbeit habe. Und ja, das hat mich dann schon auch stutzig gemacht, weil es kann ja nicht der Sinn einer Zusammenarbeit sein, dass man deswegen dann Zeit verliert, sondern eben gerade das Gegenteil. Also das wird ja zu einer Effizienzsteigerung führen, entweder zu einer Qualität, die höher ist, wo man sich dann freuen kann, wo man aber auch aus der Umgebung dann entsprechend höhere Entgelte generieren kann, dass man da dann wieder einen Ausgleich hat. Oder man hat mehr Zeit, weil man eine höhere Effizienz hat. Also sind halt schon Fragezeichen, die wir kommen, auch wenn ich sehe Zen and Leadership, wo man ja auch leistungsmäßig sicher etwas wieder erbringen möchte. Und das müssen wir ja auch, wenn wir auf dieser Erde es auch gut haben wollen. Wir sind materielle Wesen, wir sind Wesen, die einen Verstand haben, der begreift, dass wir Leistung erbringen müssen, und sonst gehen wir doch einfach ein. Fragezeichen, die mir kommen, auch nur schon beim Thema, das Anagama da aber verdankenswerterweise aufgegriffen hat. Sie hat gemerkt, dass das löchrig ist, dass der Zen, wie er heute da ist, ja nicht mehr wirklich funktioniert. Also wie sonst müsste man sich denn Gedanken machen über die Zukunft des Zen? Dass wir Europäer es nicht schätzen, wenn jemand einfach ein spiritueller Champion ist und daneben auf der Beziehungsebene verkümmert ist. Ja, klare Worte an die Adresse der Damen und Herren Zen-Meisterinnen. Und dann wird der Körper auch noch eine andere Rolle spielen. Und da werden die Frauen einiges dazu sagen haben. Da gibt es nämlich, genauso wie im Christentum, im Zen-Buddhismus auch, die Frauen wurden verleugnet. Und da gibt es aber Geschichten, wo die Frauen zum Beispiel ganz offen auch über die Sexualität gesprochen haben. Was heißt die Körperlichkeit? Das ist die Körperlichkeit, die mit einbezogen wird in diesen geistigen, spirituellen Schulungsprozess. War denn da der Geist nicht mehr anwesend im Zen? Und wenn er da mal nicht mehr anwesend war, sind denn da die Strukturen überhaupt noch da, dass er auch wieder zu einem kommen kann? Eben nicht. Das ist ja das Bedauernswerte. Sonst hätte der Zen sich sofort wieder den Raum auch genommen, der möglich ist, sobald die Repression aus der Politik da nicht mehr vorhanden ist und die Sexualität verbietet und das vitale Lebensgefüge verbietet. Also das sind so dynamische Prozesse, Geist und Materie, die laufend stattfinden, sofern eben jemand noch die Verbindung zum Höchsten eben hat, zum Geist, der
eine höhere Intelligenz hat als wir selber, wo wir wieder eben über uns hinauswachsen können, wo wir uns bewusst sind, dass wir das auch müssen. Da können wir keine alten Geschichten wieder aufwärmen, sondern es braucht die Kreativität, wirklich der Spirit, wie man auch sagt. Also das muss einem dann wirklich auch ergreifen und dann können wir uns auch wieder entwickeln. Also Fragezeichen beim zeitgenössischen Zen. Es kann aufbrechen, wenn zum Beispiel eine Anagamma vielleicht dann auch wieder in einen fruchtbaren Dialog mit vielleicht uns oder ganz sicher mit dem Schöpfer wieder kommt. Was war denn da? Zen, der eine Zukunft sucht. Geist ist doch immer